Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tony Tough. Ja, wir wollten mal mit Rufus quatschen und ich hoffe, er ist uns freundlich gesandt. Ich meine, er sieht ja eigentlich schon ganz nett aus, ne? Ich meine... Er hat auf jeden Fall Talent mit dem Hammer und das finde ich ja immer witzig, ne? Das aktuell tue ich es nicht, aber zu Zeiten, wo ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin... Da gab es super viele von diesen Typen. Ja, die diese Pumper, die sich hauptsächlich nur auf den Oberkörper konzentrieren und dann hier unten hört es dann auf. Ne? Es geht, Training geht dann ungefähr bis hier. Bis hierhin ist dann alles in Ordnung. Und dann kommen diese. Ja, wie soll ich sie nennen? Diese Streichholzbeinchen, ne? Wo du schon denkst, oh mein Gott, wenn der jetzt irgendwie gegen ein Tischbein läuft oder so, ich glaube, das Tischbein hätte gewonnen. Und, ja, so sieht Rufus ein bisschen aus. Aber ansonsten ganz sympathisch eigentlich. Was hat er denn zu sagen? Guten Abend, Herr Rufus. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Tony Tough und... Hey Leute, schnell sagt es dem Boss. Der Salatmann ist wieder ausgebüxt. Guter Witz. Also, ich suche... Kein Wort weiter. Lass mich raten. Den Ausgang. Wonach sollte ein flüchtiger Salatmann sonst suchen? Den Witz habe ich irgendwie nicht verstanden. Wenn ihr wisst, was er meint, dann schreibt es mal in die Kommentare. Kannst du mir irgendetwas über das Mädchen sagen, das in der Liebesgrotte arbeitet? Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Oh. Isabella, stimmt's? Ja, genau. Nein. Über die will ich lieber nicht reden. Warum? Verflossene? Aber Herr Rufus, was macht dir das schon aus? Ich weiß auch nicht. Sag mir einfach, welches ihre Lieblingsfarbe ist. Was sie am liebsten an einem Regentag macht. Woran sie denkt und so. Ich habe gesagt, über die will ich lieber nicht reden. Aber... Kein Aber. Noch ein Wort über Isabella und man wird deine Überreste mit der Pinzette einsammeln müssen. Und zwar die klumpigsten Überreste. Okay, offensichtlich ist er doch nicht so freundlich gesinnt. Salatmann. Das erinnert mich an was? Können wir vielleicht ihn mit der Zwiebel irgendwie zum Weinen bringen oder in traurige Stimmung versetzen? Vielleicht kannst du das gebrauchen. Von dir will ich gar nichts, du Embryo. Ich habe so das Gefühl, wir müssen ihm den Hammer geben, den der Clown hat fallen lassen. Weil wenn der das so hoch wirft und wieder runterkommt und dann, geht der Hammer auf? Ich will es mal nicht vorwegnehmen. Darf ich dir eine ziemlich banale Frage stellen? Na gut, aber nur, wenn du Isabella nicht erwähnst. Ich werde es versuchen. Ich mag deine Freunde, was machen sie denn? Kinder, ist es spät geworden, ich würde wirklich gern noch länger hier bleiben und mich beleidigen lassen, aber ich merke gerade, dass es höchste Zeit wird für meinen Ballettunterricht. Er gibt ihm aber auch wirklich jede Vorlage, die möglich ist, oder? Ihn runterzumachen. Ich mag deine Freunde. Was machen sie denn? Nichts. Die stehen immer nur da rum. Kinder, es ist spät geworden. Ich würde wirklich gern noch länger hierbleiben und mich beleidigen lassen, aber ich merke gerade, dass es höchste Zeit wird für meinen Ballettunterricht. Jetzt würde ich gerne mal etwas mit dem... Der Hammer pulsiert mit roher Urgewalt. Was? So etwas Dummes habe ich ja noch nie gehört. Den Hammer... Naja. Jedenfalls nicht, seit ich in diesem chinesischen Restaurant keine Kreditkarten gut durchbestellt habe. Okay, die Sprüche wiederholen sich auch irgendwann. Ich glaube, da hat Rufus was dagegen. Hey, Mikrobe, was denkst du, was du da machst? Ich, jedenfalls habe ich ihren Hammer nicht geklaut. Wenn du meinen Hammer nicht geklaut hast, musst du wohl ein wasserdichtes Alibi haben, was? Es steht doch noch da.
bin weltbekannter Hammersammler und wollte gerade feststellen, ob ich diesen Typus schon besitze. Natürlich habe ich mich lediglich gefragt, ob es wohl auf der ganzen Welt jemanden geben könnte, der stärker ist als ich. Oh, damit würden wir ihn wahrscheinlich herausfordern. In Wirklichkeit hat mich mein imaginärer böser Zwillingsbruder Matt dazu überredet, ihn zu nehmen, damit er ihn auf seinen ruchlosen Taten für seine ruchlosen Taten verwenden kann. Es tut mir leid, aber ich komme einfach nicht gegen seine Forderungen an. Wollen wir ihn heraus? Wir fordern ihn heraus. Natürlich habe ich mich lediglich gefragt, ob es wohl auf der ganzen Welt jemanden geben könnte, der stärker ist als ich. Und? Und ich dachte, ich könnte sie vielleicht herausfordern, das ist alles. Dann bist du zum rechten Ort gekommen, du Wicht. Ich bin der stärkste Mann dieser Hemisphäre. Beweise es. Und was ist mit der anderen Hemisphäre? Und was ist mit der anderen Hemisphäre? Er ist ein Maori-Krieger und kann einen lebendigen Koala-Bären verschlucken, ohne eine Miene zu verziehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf dieser Erdhalbkugel bin ich der Beste. Was für ein Vergleich? Aber, Und da bist du dir wirklich ganz sicher? Und da bist du dir wirklich ganz sicher? Natürlich, Schlappschwanz. Wollen wir wetten? Wer beim Kräftemessen die höchste Punktzahl erzielt, gewinnt. Ja, dann. Wie wäre es stattdessen mit einer Party Schach? Wir nehmen das. Wie wäre es stattdessen mit einer Party Schach? Also gut. Möge der Bessere gewinnen. Was? Schach spielt er auch. Na du Wicht, was ist mit deiner Tapferkeit passiert? Also, sollen wir wieder auf die alte Wette zurückgreifen, wer der Stärkste ist? Also, ich hätte jetzt eine Partie Schach gegen ihn gespielt. Ich hätte das wahrscheinlich im Schnelldurchlauf gemacht für euch, aber trotzdem, da hätte ich jetzt Spaß dran gehabt. Naja, Lust hätte ich schon, aber leider bin ich ohne meine Brieftasche unterwegs. Und deshalb kann ich nicht. Ist schon gut, du Zwerg. Wie wär's, wenn ich einen Dollar setze und du brauchst gar nichts zu setzen? Aber wenn du verlierst, dann verlierst du nicht nur dein Gesicht, sondern auch dein dämliches, penetrantes Grinsen. Ich denke, das reicht. Bist du einverstanden? Klingt fair, ja. Nimm doch diesen Hammer, wenn du keinen eigenen hast. Okay, wenn du mir einen leihst, zeige ich dir mal, wie der Präsident des Insektensammlerclubs einen Hammer schwingt. Ich habe nichts dagegen, aber ich muss jetzt wirklich zum Training gehen. Ich bin bald zurück. Ah, da möchte ich lieber erst ein bisschen überlegen. Wir nehmen seinen Hammer. Den Hammer nehmen wir jetzt, ne? Den Hammer nehmen wir jetzt und dann vielleicht können wir uns ja noch entfernen. Wenn du mir einen leihst, zeige ich dir mal, wie der Präsident des Insektensammlerclubs einen Hammer schwingt. Ich freue mich schon auf dein dummes Gesicht, wenn du das hier siehst. Gibt er ihn uns? Ui. Ui. Nicht schlecht, gar nicht so schlecht. Du bist dran, Fräulein. Ist das alles? Ach, warum muss so etwas immer mir passieren? Als ich klein war, ist mir mein hölzernes Schaukelpferd unter den Händen weggestorben. Seitdem habe ich nichts als Pech. Jetzt hör mal, Knabe. Dein einziges Pech ist, dass du Rufus den Großen getroffen hast. Da irrst du dich. Sein einziges Pech ist, dass er solch erbärmliche Gene geerbt hat. Hey, könnt ihr beiden nicht die Klappe halten? Können wir den Hammer jetzt nehmen? Es hat ja nicht so sonderlich gut funktioniert, ne? Abgesehen von der Tatsache, dass ich das niemals heben könnte, brauche ich im Moment dringend eine Tafel Zart-Bitter-Schokolade. Ich fürchte, ich bekomme gleich einen Herzanfall. Okay, das können wir nicht nehmen. Hey, Mikrobe. Okay.
In Wirklichkeit hat mich mein imaginärer böser Zwillingsbruder Matt dazu überredet, ihn zu nehmen, damit er ihn für seine ruchlosen Taten verwenden kann. Es tut mir leid, aber ich komme einfach nicht gegen seine Forderungen an. Am besten tun wir so, als ob nichts gewesen wäre. Aber du musst mir versprechen, mal zum Arzt zu gehen. Ganz wie Sie meinen, Boss. Kleines Handbuch für Privatdetektive, Kapitel 22. Steht man mit dem Rücken zur Wand, bleibt einem unter Umständen nichts anderes übrig, als völligen Irrsinn vorzutäuschen. Okay, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir kommen auch bei Rufus aktuell nicht weiter. Wir müssen irgendwie an den Hammer vom Clown kommen. Hier haben wir eine Tür. Sie ist abgeschlossen. Was genau? Keine besonderen Merkmale, abgesehen von dem Spalt darunter und diesem faszinierenden Satz, der in das Holz eingeritzt ist. Die Menge der Intelligenz auf der Erde bleibt konstant, während die Bevölkerung ständig zunimmt. Was so viel heißt wie... Ne? Hat jemand von euch schon mal den Film Idio Crazy gesehen? Idio Crazy? Idio. Ne? Wie gesagt, Bevölkerung nimmt zu, Intelligenz bleibt gleich. Reden? Zimmerservice! Manchmal funktioniert es. Keiner da. Leider keiner da. Okay, hier geht's zu den Piraten, zu der Rakete und zu Rufus. Hier unten geht's anscheinend Doch, da geht's doch irgendwo hin. Ah, hier sind wir jetzt. Ah, okay, alles klar, gut. Ja, das ist gut zu wissen. Piraten. So, gleich. Augenblick noch. Meine Lehrerin Fräulein Van Horn hat immer gesagt, Skizzen und Malen seien meine großen Stärken. Naja, eigentlich hat sie Kritzeln und Maulen gesagt, aber da hat sie sich wohl versprochen. Okay, der Schwertfisch hier, der lebt anscheinend noch. Was? Oh, Fässer, guck mal. Jede Menge Fässer. Weil der macht schon mal das Auge auf und zu, jetzt gerade in... Ah, doch, siehst du da? Der macht schon mal das Auge auf und zu. Was mir aber dann aufgefallen ist, dieser Totenkopf, dieser Totenschädel hier. Ach, oh, scheiße. Jetzt war ich mit der Maus oben drauf. Deswegen hat man es nicht gesehen. Der auch. Der kniept auch mit den Augen. Zweifelsohne ein hervorragender Brieföffner. Ja, den Brief will ich sehen, den du damit öffnest. Ich habe dich lieb, lieber Bruder. Warum Bruder? Ein Fass. Scharf kombiniert, Sherlock. Also, wie geht's so, Gevatter Fass? Okay, reden wir mal mit dem Captain. Ein verwittertes Gesicht. Wir reden mit dem Captain. Also, wie geht's so, Gevatter Fass? Mit dem Captain. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Tony Tuff, Privatdetektiv. Und ich bin Cornelius Woodward IV. Harrr. Captain dieses prächtigen Schiffes. Ach komm, es ist offensichtlich, dass du ein ganz gewöhnlicher Mitarbeiter des Parks bist, der dafür bezahlt wird, zu brüllen, nach Fisch zu stinken und sich mit diesem lächerlichen Outfit zu kleiden. Bei allem Kabeljau der sieben Meere, was für einen Verrückten haben wir denn hier, hä? Harrr. Noch so ein Spruch und ich schwöre, ich lasse dich den Haien zum Fraß vorwerfen. So wahr ich Cornelius Woodward IV. Heiße. Okay, dann antworten wir ihm mal mit dem gleichen, ja, Akzent, Piratenakzent, wie auch immer. Arr, warum machst du das dann nicht selbst? Warum machst du es nicht selbst? Um ganz ehrlich zu sein, du rückgratloses Exemplar eines Seehasen.
obwohl ich auf See Entsetzlicheres gesehen habe. Als dein schwächliches Hirn sich vorstellen kann, könnte ich es nicht über mich bringen, etwas so Schleimiges und Abstoßendes wie dich zu berühren. Ach komm, erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß. Etwas wie, wenn du so weitermachst, lasse ich dich ausweiden? Ich kann mir vorstellen, was als nächstes kommt. Du meinst, du bist tatsächlich der Kapitän dieses Schiffes? Bei allen Haien im Meer, das bin ich. Alter, warte. Also das finde ich, das ist echt krass, dass hier immer die kompletten, wirklich Textpassagen, die dann erzählt werden, einmal komplett aufgeführt werden. Kannst du mir sagen, wie diese schwimmende Badewanne heißt? Dieses schöne Schiff wurde der Schlappe Wal getauft. Also warum sollte man ein Schiff der Schlappe Wal taufen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Das Schiff hieß schon immer so. Sogar vor dem Tod des ehemaligen Kapitäns, der bei einem Überfall auf eine Hundefutterfabrik in Stücke geschnitten und mit einer Mischung aus Kohlenhydraten und Multivitaminen verarbeitet wurde. Verfluchte Fließbänder! Sie haben einfach kein Herz! Ich könnte mir keine schlimmere Todesart vorstellen. Oh, ich schon. Was ist mit dem Schicksal von Pat, dem armen Schiffsjungen? Es ist erst 2 Monde her, das... Nein, das genügt schon. Danke. Wie du willst. Schließlich werde ich von Narren wie dir bezahlt. Also bist du doch nur Angestellter. Aber wenn du wirklich der Kapitän dieses Schiffes bist, warum sitzt du hier und unterhältst Passanten, anstatt sengend und brandschatzend die Karibik unsicher zu machen? Oh, diese Frage reißt alte, eiternde Wunden auf dem grässlichen Körper dieses verwesenden alten Seebären auf. Frei heraus, das ergibt ein recht ekliges Bild, wenn ich das sagen darf. Alles begann bei einer Waljagd, als uns eine Walherde in die Mitte des südpazifischen Ozeans führte. Wir hatten seit Monaten kein Land mehr gesehen und unsere Vorräte gingen zur Neige. Unser Kompass war defekt, seitdem der verdurstende Bootsmann das Wasser getrunken hatte, in dem die magnetische Nadel schwamm. Unser Laderaum war voll mit Gold. Aber Gold kann man nicht essen. Genauso wenig wie Edelsteine. Und nach der dritten Meuterei wurde uns klar, dass es nur noch 2 Wege zur Erlösung gab. Kannibalismus oder Gebete. Beten kam natürlich nicht in Frage. Der Bootsmann musste als erster dran glauben. Gott. In der gleichen Nacht kam ein Taifun auf und wir kämpften um unser Leben, nur um in den frühen Morgenstunden auf den Felsen vor Tokio zu stranden. Wir schleppten uns gerade über die Felsen zum Kai, als eine Stimme aus dem Inneren unseres havarierten Schiffes drang. Land in Sicht! An dem Tag haben wir aus dem Beobachtungsposten Eintopf gemacht. Wozu denn das noch? Ihr hattet Land erreicht. Naja, es war eine Frage des Prinzips. Aber lass mich weiter erzählen. Entschuldige mich für einen Moment. Wollen wir das? Wollen wir es? Ach komm. Oh, nun, ich dachte nur, oh, ist egal, erzähl weiter. Als wir in die Stadt kamen, fanden wir eine Werft, wo wir unser Schiff reparieren lassen konnten. Ich sprach selbst mit dem Schiffsbauer und nachdem er unsere Geschichte gehört hatte, versicherte er mir, dass unsere Überfälle und Raubzüge noch gewinnbringender und sicherer verlaufen würden, wenn wir uns ein Radarsystem installieren lassen würden. Ich habe nicht gezögert. Ich nahm alles Gold aus dem Frachtraum für die Reparaturen und bat die überlebenden Crewmitglieder, noch ein Opfer zu bringen und mir alles zu geben, was sie besaßen. Nur so konnten wir uns das System leisten. Aber am Ende war unser Schiff wieder wie neu, ausgestattet mit 6 nagelneuen Radarbildschirmen. Nice. Ja. Wir segelten bald wieder hinaus auf See in der Hoffnung, fette Beute zu machen. Aber es lief nicht so ganz, wie wir es uns erhofft hatten.
Dieses blöde Radarsystem hat nicht einen einzigen Treffer gelandet. Es war defekt, nehme ich an. Die Crew konnte es nicht mal in Brand setzen. Harrr. Wenn ich diesen Japsen je wieder sehe, dann schwöre ich. Immer langsam, so weit sind wir noch nicht. Richtig. Wir hatten nicht einen einzigen lausigen Beutezug. Und da waren wir nun, ich und meine nutzlose Mannschaft, wieder am Hungertuch nagend, nur diesmal mit 6 nagelneuen Radarbildschirmen an Bord. Da hat uns der Kerl, dem dieser Vergnügungspark gehört, als neue Attraktion angeheuert. Und den Rest, naja, den siehst du ja selbst. Boah, ist das eine traurige Geschichte. Lass mich raten, die haben einen TomTom gekauft. Und was genau ist dein Job, jetzt wo du nicht mehr die Mannschaft befehligst? Ich wünschte, du hättest das nicht gefragt. Zu spät. Tja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Knorren und gegen Kleingeld posiere ich für Souvenirfotos mit den Touristen. Harrr. Oh, du kannst aber wirklich großartig knorren. Ich nehme an, du bist hier für einen Schnappschuss mit dem großen Cornelius Woodward IV. Gibt's denn eine Kamera hier? Aber sicher. Wann wollen wir ihn aufnehmen? Sofort. Hol deine Kamera raus. Wir haben leider keine. Ah, okay, siehst du, wir können ihn tatsächlich fragen, ob wir zu dem Fotoautomaten gehen. Ich habe leider keine dabei, aber wenn es dir nichts ausmacht, können wir zum Fotoautomaten da drüben gehen. Nur eine Handvoll Kleingeld und... Noch so ein Witz. Und du siehst dir die Radieschen von unten an. Radieschen? Ja, von unten. Wenn ich es mir recht überlege... Oh, gut. Also, wenn du nicht wegen eines Fotos hier bist, was zum Teufel willst du dann? Eigentlich würden wir gern wissen, wo unser Hund ist. Ich wollte nur fragen, ob du zufällig gesehen hast, wie jemand hier mit einem merkwürdig aussehenden violetten Hund im Schlepptau vorbeigekommen ist. Bei den Blaslöchern einer Million Blauwale. Ich sitze den ganzen Nachmittag hier und habe so etwas Seltsames noch nie gesehen. Außer vielleicht diese merkwürdigen, nässenden Wunden, die ich auf dem Hintern bekomme. Danke, danke. Mehr will ich gar nicht hören. Also... Gibt es sonst noch was? Oder kann ich mit meinem Leben weitermachen, ohne die Nase zuhalten zu müssen, um den Gestank deines Aftershaves nicht zu riechen? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir darauf angesprochen worden sind. Was genau nutzen wir denn? Eau de Closette oder was? Tja, um ehrlich zu sein, ich suche die Toilette. Ich platze gleich. Da kann ich leider nicht helfen. Seitdem mir als Schiedsrichter bei einem Hahnkampf die Blase durchbohrt wurde, erleichtere ich mich einfach durch Anheben. Naja, vielleicht wäre es einfacher, wenn ich es dir zeige, wie ich... Nein. Oh nein, mach dir keine Mühe. Schon gut, danke. Also, gibt es sonst noch was? Oder kann ich mit meinem Leben weitermachen? Ja, bla bla. Ich habe mich gefragt, was deine Mannschaft jetzt macht. Der erste Offizier hält Wache auf der Burgmauer und die anderen, naja, deren Aufgabe ist es, den Besuchern Beleidigungen ins Gesicht zu schleudern und in der Taverne dekorativ rumzuhängen. Würdest du mir erzählen, wie du dein Bein verloren hast? Bei den Blaslöchern einer Million Blauwale, das mache ich. Das dachte ich mir. Schließlich sind Piraten immer sehr stolz auf ihre Verstümmelungen. Es war damals in der guten alten Zeit, als dieses Schiff noch die 7 Meere befuhr und das gewöhnliche Volk vor Angst zitterte, wenn es seinen Namen hörte. Harrr. Wir segelten vor der Küste Nordafrikas, als wir einem jemenitischen Frachtschiff begegneten.
Wer hätte einer solchen Versuchung widerstehen können? Hm? Aber unser Überfall endete in einer Katastrophe. Ich hielt diese ungläubigen Teufel in Schach, während sich meine Männer zurückzogen. Aber gerade als ich vom Schiff springen wollte, packte mich ein junger jemenitischer Matrose am Bein und ich konnte ihn nicht abschütteln. Er rief nach Unterstützung von seinen Kameraden. Es war ein kritischer Augenblick. Wenn es hart auf hart geht, muss man manchmal harte Entscheidungen treffen. Also zog ich mein Schwert und... Zack! Warum? Ein schöner, sauberer Schnitt. Stell dir den Gesichtsausdruck von diesem Kerl vor, als ihm klar wurde, dass er nur noch mein Bein hielt, während der Rest von mir auf meinem eigenen Schiff in Sicherheit war. Boah, ein starkes Stück. Das kannst du ruhig zweimal sagen, Kleiner. Nichts mehr, du warst sehr nett zu mir. Das kannst du aber laut sagen. Ich hab dich bisher nicht mal geteert und gefedert. Zumindest noch nicht. Also er ist auf jeden Fall bereit, Opfer zu bringen, der Captain hier. Aber wirklich, wirklich was Sinnvolles erfahren haben wir von ihm eigentlich nicht. Ein Fass Fischstäbchen. Können wir davon was nehmen? Das ist eins von diesen Stäbchen aus Katzenfutter mit Fischgeschmack. Aber was machen die in diesem Fass? Es ist so viel einfacher, echten Fisch zu verwenden. Harrr. Schließlich hat er den gleichen charakteristischen Duft, aber er verwest hier viel langsamer. Okay. So langsam haben wir ja... Warum brauchen wir eigentlich so viel zu essen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Können wir hier hoch? Da geht's einem offensichtlich nicht ganz so gut. Guck mal, Polly! Oh. Offensichtlich will Polly einen Keks oder sowas. Du magst wohl auch keine Walrosse. Hör zu, reden wir nicht über Walrosse. Also was für ein Typ will ein Schild mit einem Walross drauf? Wer? Hi, Polly! Oh, wie schön. Ein Piono... Piano, Plopsi, ein Papagei. Ich wusste... Ich kenne mich bei Papageienrassen leider nicht aus, deswegen konnte ich das jetzt leider nicht vervollständigen. Joho, für Schätze gehen wir auf große Fahrt. Ich pull die Zausen, Captain Ambart. Denn das ist nun mal so Piratenart. Ich wette, du möchtest einen Cracker, stimmt's? Der Captain hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr um Cracker bettele. Wie hat er das gemacht? Er hat mir einen zum Kosten gegeben. Diese Cracker schmecken einfach widerlich. Und wie zieht ihr Papageien eure Jungen auf? Möchtest du lieber nicht darauf antworten? Anscheinend nicht. Anscheinend weißt du die Antwort gar nicht, stimmt's? Na los, sag doch was. Zum Beispiel? Keine Ahnung, das Erste, was dir einfällt. Polly hat Hunger! Hunger! Was will Polly denn? Was ist dein Lieblingsessen? Also für ein Krabbenkanapee würde ich den ausgestopften Balg meiner Mutter verkaufen. Polly liebt Krabbenkanapees. Ja! Du hast wohl nicht zufällig einen violetten Hund gesehen? Nein, aber hast du in letzter Zeit einen Psychiater gesehen? Oh! Wirklich sehr witzig. Ich glaube, er hat die Frage ernst gemeint. Ich wette, du kennst alle möglichen guten Witze. Ja, kennst du den schon? Oh nein. Ein Mädchen sagt zu ihrer Freundin. Übrigens, weißt du schon, dass mein Mann und ich geschieden sind? Und ihre Freundin sagt... Das ist ja nicht zu fassen. Ihr wart ein so tolles Paar. Und das erste Mädchen antwortet...
Aber seine Angewohnheiten waren einfach unerträglich. Zum Beispiel hat er seinen Tee oder Kaffee immer mit der linken Hand umgerührt. Sogar in aller Öffentlichkeit. Und was ist daran so schlimm? Fragt ihre Freundin. Naja, normalerweise benutzt man dazu einen Teelöffel. Der war gut. Okay, ich bin leicht zu haben, merkt man vielleicht. Muss erzählen noch einen. Wollen wir uns noch einen Witz anhören? Vielleicht beim nächsten Mal. Polly, was für ein fantasievoller Name für einen Papageien. Was kann man schon von einer Horde ungebildeter Piraten erwarten, die einem gewissen Willy, der nur ein Bein hat, den Spitznamen Einbeiniger Willy geben? Hä? Oder einen schwarzbärtigen Piraten Schwarzbart nennen? Wahrscheinlich hast du recht. Fantasie ist nicht gerade ihre Stärke. Das kann man wohl sagen. Und Reinlichkeit auch nicht. Okay. Wiedersehen, bunte Polly. Ja, und an dieser Stelle, ob Polly uns noch ein paar neue Witze oder weitere Witze zu erzählen hat, ich muss wirklich sagen, ich bin echt leicht zu haben, was Witze anbelangt. Und ob wir ihn vielleicht mit irgendwas Kulinarischem locken können, mal gucken, ob wir ihm vielleicht so ein Krabbenkanapee basteln können. Wir haben ja inzwischen einiges an Zeug hier zusammen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ein Kanapee zubereitet wird. Ja, das und ich hoffe noch einiges mehr, allerdings nicht das, was er da so gegessen hat, werden wir in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao!